Oh, Oldenburg, Heimat des Grünkohls, der ältesten Fußgängerzone Deutschlands und eben der EW Baskets. Oh, Oldenburg, mit 168.000 Einwohnern unter den vier größten Städten Niedersachsens und viel wichtiger, zurzeit Heimat des heiligen Hobbs. Oh, Oldenburg, Geburtsstätte illustrer Persönlichkeiten wie des Elfmeterkönigs Hans Jörg, dem Erfinder der Mainzelmännchen Wolf Gerlach und Dieter Bohlen. Stopp, wir schweifen ab. Die EW Baskets sind 2001 aus der Basketballabteilung des Oldenburger Turnerbund, kurz OTB, entstanden, seines Zeichens Gründungsmitglied der BBL. 2009 gewann das Team der Baskets seine bisher einzige deutsche Meisterschaft. 2015 folgte der Pokalsieg in eigener Halle. Oldenburg ist Pokalsieger! Und sonst so? Ah ja, liebe Oldenburger, vielleicht ein Tipp noch. Den Berlinern unbedingt in der K.O.-Phase aus dem Weg gehen. Die letzten 5 Playoff- und Pokalspiele gegen die Hauptstädter gingen nämlich allesamt verloren. Naja, nichtsdestotrotz, wir freuen uns auf BBL-Liebling und Urgestein Ricky Paulding, Welcome Home Bayern-Leihgabe Robina Mays und natürlich Halleluja, heiliger Hobbs. Schön, dass ihr da seid. Servus und herzlich willkommen im Audidom.